Hallo und Halleluja, meine Lieben. Ich wollte euch verkünden, ich empfange gerade ganz viel Downloads, ja, wie man hier auch sehen kann. Ja, und deswegen, ich werde mir eine kleine Auszeit gönnen, beziehungsweise mir macht es ja Spaß, was ich tue. Aber ich habe den Impuls bekommen, mich ein bisschen zurückzuziehen, in nächster Zeit keine Videos zu produzieren, weil ich gerade sehr spannende Eingebungen und Informationen bekomme, und das möchte ich alles erstmal so in mir integrieren und verarbeiten, und ich werde natürlich alles zum gegebenen Zeitpunkt mit euch teilen, auch von Herzen gerne, aber jetzt ist es erstmal an der Zeit, selber zu integrieren und zu verarbeiten, und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit, auch auf meine Me-Time. Aber zum Glück war ich ja schon sehr aktiv in der letzten Zeit, und ihr findet auf meinem YouTube-Kanal ganz viele Videos zu verschiedensten Themen. Und jetzt habt ihr auch endlich mal Zeit, keinen Stress zu haben, wenn euch ein Thema interessiert, weil wenn ständig ein Video dazwischen kommt, ja, wie soll man sich dann die Videos eigentlich angucken, ne? Hat man auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich glaube, es ist genug auf meinem Kanal vorhanden. Ich werde auch nicht weg sein, ich bin immer noch da, und mein Raum, der Raum der Liebe und der Erkenntnisse, was war das jetzt hinten? Ruft schon mein geistiges Team, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich komme gleich, Jungs und Mädels. Der Raum der Liebe ist immer geöffnet, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ihr könnt jederzeit eintreten und euch wohlfühlen und euer Zuhause in eurem Herzen finden. Und vergesst die Freude nicht an und in den Prozessen. Seht es wie ein Kind. Geht raus, spielen in der Welt. Guckt auf die Zeichen, achtet auf die Zeichen. Erkennt die Synchronizitäten, die Zusammenhänge. Und erkennt auch immer die Chance in allen Dingen. Nicht nur einseitig sehen, sondern immer beidseitig. Also irgendwo, wenn auch mal jemand eine Zeit lang verschwindet, hat man wieder die Chance, ein Stück weit mehr sich selber zu finden. Ja, das ist immer positiv, wenn uns jemand oder etwas zu verlassen scheint. Es ist immer ein Gewinn. Jeder Verlust ist ein Gewinn. Und deswegen darf jetzt jeder in der kommenden Zeit die Geschenke und die Gewinne in sich, aus sich schöpfen und sich mit seinem Herzen verbinden. Mit seinem Herzen, mit seinem geistigen Team, mit seiner inneren Führung und mit seiner Göttlichkeit. Und dabei wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Viel Spaß auch mit meinen Videos, viel Spaß auf eurem Weg, viel Spaß im Leben. Alle Gefühle, wisst ihr ja, sind gut und wichtig und richtig. Und wir sehen uns bald wieder in einem Video von und mit mir. Und ich freue mich sehr auf dieses Jahr mit euch. Und ich wünsche euch nur das Beste. Oh, ich komme ja gleich. Ganz viel Liebe. Ich glaube, das ist der Wind. Der Wind ruft mich. Ja, spannend, dass sich der Wind meldet. Ich habe da hinten das Fenster offen. Ich habe es verstanden, Wind. Ich beschäftige mich sehr intensiv gerade mit den Elementen. Mit den vier Elementen und mit dem fünften Element. Das fünfte Element, die Liebe. Diese Elemente verbinden uns nicht nur mit uns selber, sondern auch mit den Naturwesen, mit der geistigen Welt und mit der göttlichen Quelle. Und da darf ich mich gerade näher mit den Elementen unterhalten und in den Austausch gehen. Also ja, der Wind ruft mich. Und deswegen, meine Lieben, ja, ich habe es verstanden. Achtet auf die Zeichen. Überall, in jedem Element, in jedem Moment, seid ihr immer verbunden mit allem und allen. Macht's gut, meine Lieben. Bis bald. Und Amen over and out. Sagt Tschüss, Herzilein.